Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Tri Ultimate. Ja, es geht endlich wieder weiter nach einer, nach einer halben Ewigkeit, muss ich ja wirklich sagen. Zumindest, wenn man bloß die Let's Plays verfolgt. Es hat sehr lange gedauert, die Rüstung zu farmen und wir sind immer noch nicht durch. Aber wir haben große Fortschritte gemacht, wie man jetzt schon sehen kann, denn der größte Teil der Rüstung ist schon fertig und sieht einfach mal cool aus, wie ich finde. Vor allem, ich mag die Hüfte sehr arg. Hat so ein bisschen was Templer-mäßiges. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dazu die Devilio-Beinschienen und Armschienen. Also hat schon was sehr Cooles. Ich kann es nochmal kurz zeigen, die Rüstung, die wir bisher haben. Bisher hat sie 461 Verteidigung, aber wir haben natürlich keinen Kopf. Dann haben wir die, halt, das kann ich eigentlich so besser zeigen. Wobei, wir haben jetzt schon beste Ohrstöpsel in Schärfe plus 1. Und ich drücke die falschen Tasten, weil ich gerade eben nicht mehr gewohnt bin, Monster Hunter zu spielen, also Tri Ultimate. Schön. Ich muss... Achso, okay. Templer tötet ihn. Ja, das ist jetzt gerade eine Livestream-Aufnahme, deswegen werde ich immer mal wieder zum Chat auch rüberlugen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde. Ich muss den Chat mal ein bisschen weiter... So, genau. Guck mal. Jetzt kann ich ihn sehr viel leichter sehen. Also, wir haben hier den Damaskus-Panzer. Das ist ein heiliger Yen-Moran. Eine heilige Yen-Moran-Rüstung. Dann Wanges Armschienen sind vom Devilio. Eine 1A Y-Koshiyate. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Mix aus Azurathalos und heiliger Yen-Moran oder sowas. Wie gesagt, auch dieses Hüftteil, was am coolsten aussieht. Und dann nochmal Devilio. Die ganzen haben kräftig Ohrstöpsel drauf, damit wir Ohrstöpsel, also beste Ohrstöpsel, nicht wahr? Genau, beste Ohrstöpsel bekommen. Schärfe plus 1 haben wir standardmäßig von dieser Rüstung. Sieht man hier nochmal schön, ja genau. Und das Einzige, was wir uns jetzt noch holen, ist schnell schärfen. Und das machen wir. Kann mir irgendjemand erklären, was gerade los ist? Bin 2 Minuten zu spät. Hallöchen! Das stehen sie schon bereit. Ja, wir machen hier das Let's Play. Wir machen hier weiter mit der Rüstung. Wie gesagt, es fehlt noch eine Quest, die hatten wir aber im Let's Play noch nicht. Und zwar den Rathalos. Ich habe den Rathalos das letzte Mal ja im Livestream angefangen und es hat mich furchtbar genervt, weil das Vieh einfach, vor allem die Waffen waren schlimm und das Vieh war schlimm. Jetzt die einzige Waffe, die noch übrig ist, oder die noch fehlt, ist die... Ihr könnt leider nicht mitmachen, weil es eine Solo-Quest ist, sorry. Deswegen meinte ich. Deswegen müsst ihr noch ein bisschen warten, aber wie gesagt, das ist die letzte Quest. Und die... ja, die machen wir noch mal kurz. War einmalig heute. Mal wieder ohne Bild. Ah, schade, Bubble. Sehr, sehr schade. Nachladegeschwindigkeit, Pierce hoch. Okay. Aber wieso hat es bei dem einmal funktioniert? Das muss Sozi gewesen sein, der dir das Bild geschenkt hat. Herrlich. Okay. Schauen wir mal in den Rathalos rein. Nochmal. Wie gesagt, jetzt das erste Mal ja auf dem Channel mehr oder weniger oder als Let's Play-Form. Ja, im Livestream haben wir schon oft genug gegen ihn gekämpft und ich hab, naja, es hat mich schon lang genug genervt. Wobei ich sagen muss, ich habe dann alle anderen Quests, also für die, die Livestreams gesehen haben, ich habe dann alle anderen Quests, wo ich ihn besiegen musste, habe ich dann immer auf Anhieb geschafft. Das heißt, es lag irgendwie bloß an diesem Tag, einfach, keine Ahnung, weil ich schon 6 Stunden lang Arena gemacht habe. Kann natürlich sein, dass es dann irgendwann mal auf die Nerven geht. Okay. Ich bin übrigens vollkommen uneingespielt, was Monster Hunter Tri Ultimate angeht. Weswegen es auch großartig ist, hier gleich in G-Rank zu starten, aber na gut. Halt, nachladen. Es sollte hoffentlich ein bisschen einfacher sein als 4 Ultimate. Also, ja, ich sag mal so, ich würde lieber in Tri Ultimate uneingespielt sein als in 4 Ultimate. Aber bloß, weil da der Rathalos noch ein bisschen fiese ist. Ich würde behaupten, dass der Low-Rank-Rathalos in 4 Ultimate fiese ist als der G-Rank. Rathalos in Tri Ultimate. So. Aber solange noch nicht aggro ist, ist alles noch in Ordnung. Treffe ich damit überhaupt? Außerdem haben wir noch die zwei, oh, na toll. Beweg dich halt nicht. Gut gemacht. Also das war eigentlich noch akzeptabler Schaden, muss ich sagen. Wenn ich es jetzt mal so vergleiche.
Ja, ich mach gerade noch Blödsinn. Vor allem das mit dem Dings. Mit dem Schnellschuss ist gerade irgendwie noch nicht so ganz drin. Agro ist ja zum Glück noch nicht. Das war jetzt gerade eine kleine Katastrophe, weil sich gegenzuhalten beim Agro-Rathalos ist auch keine angenehme Sache. So. Ich habe auch das Gefühl, dass Pierce nicht so viel bringt. Es sollte ja eigentlich durchschlagen, aber ich glaube, denn sein Körper ist gar nicht lang genug, damit es funktioniert. Genauso wenig wie das eigentlich gerade alles funktioniert. Okay, ich schieße trotzdem einfach mal, weil wir den Schnellschuss haben und außerdem haben wir Pierce hoch. Das heißt, es sollte ja mehr Schaden machen. Hat er mich gerade weggeschoben? Ach, vielleicht der Wind. Komisch, dass ich aber während dem Wind dann noch schießen kann. Ja, macht doch mit dem keinen Wind. Hä? Okay, gut. Keine Ahnung. Auch Angst davor habe ich gerade, dass er immer noch nicht aggro ist. Das heißt, es hat ihm bisher eigentlich gar keinen Schaden gemacht. Was nicht gut ist. Weil der Rathalos hält doch ein bisschen viel aus. Nein, 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 nein. Okay, das war eigentlich... Habe ich eine gute Feuerabwehr? Ah, ich habe Diablos-Zeug. Du gehst Tails farmen. Okay, ja, wie gesagt, das wird jetzt eher erstmal ein bisschen dauern gegen den Rathalos. Deswegen, ihr könnt gerne da noch ein bisschen was machen. Ist natürlich nett, dass ihr schon alle da seid, aber... Ja, ich habe ja gerade noch anderes zu tun. Okay. Tja, nun. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es gerade so viel bringt. Ich meine, ich habe noch 45 davon. Okay, ich glaube, da wird über 4 Ultimate geredet mit der Story. Wenn ich das richtig... Oh Gott, der ist aggro. Oh Gott, ich habe keine Ohrstöpsel. Da kann ich übrigens überhaupt nicht mitreden mit der Story in 4 Ultimate, weil ich ja irgendwie sonst noch wo bin. Wobei mir schon ein paar Tipps gegeben wurden, was man da so machen muss. Oder was es da für Tricks gibt. Oder für Kniffe eher. Das, was die ganze Sache erschweren wird, so kann man es sagen. Ist aber nicht schlimm. So. Ist, glaube ich, auch ein... gar nicht so schlecht, Tri-Ultimate jetzt im Livestream zu machen, einfach bloß, weil dadurch wird es auch nochmal ein bisschen aufgelockert, wenn man dann eh gerade nichts zu erzählen hat oder einfach bloß langweilig gegen ein Monster kämpfen muss. Jetzt natürlich ein bisschen anders als gegen den Rathalos in der Arena. Das ist jetzt natürlich ein besonderer Fall. Aber ja, wie gesagt, dann kann man sich vielleicht da immer wieder so ein kleines Thema holen, über das man reden kann. Ich denke, das ist schon eine ganz coole Sache. Okay, vor allem, da wir ja eigentlich eh jetzt schon alle Monster hier kennen, es ist ja eigentlich jetzt eh bloß noch... Gut, dass er da nicht drauf zugesprintet ist. Er ist jetzt eigentlich ja eh bloß noch abschließend, die ganze Sache. Das heißt, falls sich Leute überhaupt fragen, was wir denn in Tri-Ultimate noch machen, ich will mir noch die Goldmedaille holen. Das heißt einfach, alle G-Rank-Quests fertig. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und das sind größtenteils... Das war verdammt knapp. Wird es nochmal so knapp? Ja, okay, gut. Oh Gott. Ja, und das sind größtenteils bloß noch fortgeschrittene Quests. Das heißt, nochmal so ein paar witzige Sachen natürlich. Aber jetzt nichts mehr Neues. Alle Monster haben wir ja schon gesehen. Und das Einzige, was ich dann nach den ganzen Quests noch machen will, als, ja, wie heißt das? Hier als Download-Quest, das ist dann noch der beste Jäger. Den hätte ich dann noch ganz gern. Und sobald wir den haben, ist dann theoretisch das Let's Play vorbei. Zumindest so habe ich es mal geplant. Nein, 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 nein. Okay. Das mit dem Wind ist immer eklig. Okay, wir haben die erste Agro-Phase überlebt und das, ja, ich würde behaupten, relativ glimpflich. Rathalos? Okay, flieg einfach in der Luft. Konnte ich gut nutzen zum Nachladen, habe ich kein Problem damit. Halt, ja, du bist gefährlich, sobald du fliegst. Ah, du meinst Maul. Oh Mann. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, den Rathalos mit dem Dings zu töten. Mit der Armbrust. Ich bin mir nicht sicher. Es ist natürlich ein bisschen Nervenkitzel, klar. Aber ich hätte jetzt gesagt, von allen Waffen würde die Armbrust am leichtesten werden. Oh Gott. Und deswegen wollte ich die im Let's Play bringen. Weil, wie gesagt, das letzte Mal im Livestream, das war eine halbe Katastrophe gegen Rathalos. Und ja, als ich dann Solo gemacht habe, dann an einem anderen Tag, dann ging es wirklich gut. Dann habe ich ihn wirklich beim ersten Mal geschafft immer. Es hat aber trotzdem noch eine halbe Ewigkeit gedauert.
So muss man schon sagen. Okay, er fliegt. Das Blöde ist, dass ich jetzt sonst in irgendwelche Gespräche reinkomme, weil sich da schon einzelne Gespräche entwickeln. Sorry übrigens, falls ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Satz eingehe im Stream. Aber ich habe gerade... Das ist gerade bei Monster Hunter ist zum Beispiel ganz, ganz schwierig, da sowas zu machen. Das ist schon wieder so knapp. Meine Güte, was mache ich denn? Aber es funktioniert, deswegen mache ich es weiterhin. So muss ich mich zumindest nicht neu positionieren und das spart natürlich Zeit. Schön ist natürlich, dass man mit seinem Rennangriff fast gar nichts machen kann. War das eine Flügelklaue? Ja. Das ist gefährlich. Oh Gott. Achso, Monster Hunter nicht langweilig. Nö. Habe ich das behauptet? Ich habe gesagt, achso, falls es mal langweilig wird. Ja, klar. Ich sag mal so, wenn man, keine Ahnung, 10 Minuten mal gegen sonst irgendwelche Viecher kämpft, die dann irgendwie eklig sind. Zum Beispiel Giginox, würde ich jetzt sagen. Wenn ich gegen Giginox kämpfe, dann hole ich mir ganz gern mal vielleicht ein Thema aus dem Chat, weil das Vieh geht mir doch schon ein bisschen auf die Nerven. Vor allem, wenn er dann an der Wand oder an der Decke lang schlabbert. So, und nochmal. Sabbern wäre jetzt cool. Oh, er sabbert. Ja, das war wie bestellt. Ich bin mir aber halt echt nicht sicher. Oh Gott. Achso. Ja, ich schieb hier voll die Panik und dabei kann er ja gar nichts gerade eben. Aber er kann rennen. Ja, das macht ihm noch gut Schaden. Ich kündige. Ich meine, so hat... Okay, alle kündigen? Gut. Dann kündige ich auch. So, und hier nochmal. Ja, wunderbar. Und halt, so. Na komm. Ach, Mann. Du bist doch mal weg. Okay. Ciao. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dich zumindest gezeigt hast. Okay, reicht. Na, okay, gut. Von mir aus. Wie gesagt, es kann sich ja bloß noch um eine halbe Ewigkeit handeln. Bis der Rathaus tot ist. Aber da gleich das zweite Mal Aggro wird, ja, wobei, da wird er gezwungenermaßen ja Aggro. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben erst 5 Minuten fertig. Ich glaube, unter 20 wird es nichts. Wobei er immer noch nicht... Du bist drauf reingefallen. Ja, Wie konnte ich nur? Okay. Da nochmal rein. Okay, bald sind die Piers wenigstens alle. Also die einzelnen, die Piers Stufe 1. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Piers Stufe 1 im Dings besser ist. Piers Stufe 1 mit Schnellfeuer. Oh oh. Ja, wobei er stieß bloß nach hinten. Ja, ja. Kein Problem also. Oder ob die Zweier Piers dann besser werden. Aber Piers sollte hier allgemein gut sein, weil, ja, weil ich eigentlich besseren Piers haben sollte. Zumindest habe ich das so gelesen. Ich hoffe, das Spiel hat mich nicht belogen. Okay. Zack. Ja, es ist einfach auch bloß viel. Wir machen alles nieder, okay. Es ist einfach auch bloß viel Positionierung bei dem Kampf. Und zwar jetzt nicht bloß beim Fernkampf, sondern immer. Und das dauert dann halt immer ein bisschen, weil man kann nicht einfach so drauf los. Und bloß auch wegen diesem puren Schaden, den er macht. So, aha. Das ist ja hier noch so einfach, weil er hier noch so diesen runden Schatten hat. Den hatte ja ein 4 Ultimate leider nicht mehr. Nein! Oh, wow, das tat weh. Oh, das war doof. Oh je, Glück gehabt. Wäre da drauf losgerannt. Aber ich... Habe ich irgendwie Feuer nicht, dich? Ach, vielleicht habe ich so eine hohe Feuerabwehr. Das kann natürlich sein. Mein anderes Problem ist, ich habe kaum mehr Megatränke. Ja gut, aber ich habe schon den ganzen Piers los. Also beinahe zumindest. Ach, diese kurze Phase, bis er wieder aufsteht. Es ist einfach viel zu lang, wenn er aggro ist. Wobei, er ist gar nicht mehr aggro. Zumindest vom Hochfliegtempo. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass er noch aggro ist. Okay. Und jetzt erwische ich dich mit einer schönen Ladung.
Ja, wunderbar. Voll ins Gesicht. Nachladen. Das hat gar nicht so lange gehalten, wie ich dachte. Oh Gott. Nein, oh, wie gesagt, dieser kurze Moment, das ist immer bloß dieser eine Schritt oder diese eine Sekunde, die fehlt. So, das eine Pierce lasse ich jetzt mal. Ah, ich habe ja auch noch Pierce Stufe 3. Ja, das hätte ich vielleicht... Was soll das für die Frikadellen? Okay. Schön vor euch. Nehme ich noch mal eine Ration und dann muss ich gleich mal nachkombinieren. Ah, gut, wenn ich jetzt Pierce Stufe 3 habe, das war vielleicht... Vielleicht ein bisschen doof. Dreh dich nicht um. Okay. Da habe ich 4. Nicht spammen, bitte. Ich habe gesehen, dass du Pizza hast. Irgendwie, das macht immer bloß einen Schaden des Piers. Habe ich Piers falsch verstanden? War ich nicht. Ah, du Drecksvieh. Oh, was war das denn? Dreht er sich genau dann um. Der hat bloß drauf gewartet. Ob er das wirklich so macht, dass er einfach bloß so rumfliegt, um sich, naja, angreifbar zu zeigen, wäre echt mies. Ich bin drauf reingefallen. Ah. Na, komm schon. Jetzt, wie gesagt, mit dem Pierce Stufe 3 sollte es doch eigentlich mehr reinhauen. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht, was Pierce bringt, weil ich dachte eigentlich, das wäre das... Diesmal war ich nicht weit genug weg, weil ich eigentlich dachte, dass es das gewesen wäre, wo es komplett einmal durchgeht, also wo es mehrere Schadenspunkte macht bei dem Monster. Aber scheinbar ja nicht. Kombiliste, Megatrank, genau. Genesung ist ja doof, weil Genesung kann ich ja nicht auf mich machen. Das wäre also Blödsinn. Ich sollte vielleicht dann noch einen Megatrank trinken. Kann man eigentlich mitspielen? Theoretisch schon, ja, bloß das sind gerade schon 3 Leute in der Halle. Aber wenn wir dann mal später so ein bisschen unterwegs sind, dann wechsle ich vielleicht auch mal ein bisschen durch, falls noch andere Leute Interesse haben. Deswegen, oh, das war schlecht. Oh, das war richtig schlecht. Ich habe Kräutermedizin, Glück gehabt. Da bin ich einfach mal nicht weggeächtet. Okay, gut, dass er nicht aggro war. Impfstoff könnte ich eigentlich auch mal nehmen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, bloß das. Ja, wobei, Feuer macht mir auch nicht so viel Schaden. Außerdem bin ich glücklicherweise ausgewichen. So, jetzt muss ich hier mal wieder ein bisschen Schaden reinhauen. Ah, wie gesagt, das... Ah, Mann, ich hasse das. Das sieht gerade noch nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich hatte mal eine kurze Phase, wo es relativ gut gelaufen ist. Aber da war er auch eigentlich... Eigentlich hat er da auch gerade gesabbert. Das war das Problem. Jetzt so im Normalen ist es natürlich nochmal was anderes. Das war wieder Glück. Ja, zumindest noch gerade nicht aggro. Ich habe das Gefühl, er braucht sogar länger, wenn er... Sehr schön. Wenn er einfach so schießt, als wenn er den Schnellschuss macht. Kann ich mir jetzt aber auch bloß so... Dragon, bin ich stark genug? Ich schätze mal. Für was denn? Für den Rathalos? Ich hoffe schon. Ja, wo wir gerade von Rathalos reden. Okay. Nachladen. Jetzt natürlich wieder ein bisschen für Alatrion, Entschuldigung. Naja. Für den normalen schon, für den... G-Rank glaube ich nicht. Ja, dachte ich mir. Ich habe noch nie probiert. Ich habe nicht das Gefühl. Da fehlt noch ein bisschen was. Erstmal muss die Rüstung fertig werden. Und dann würde ich vielleicht nochmal eine bessere Drachenwaffe haben. Das wäre nochmal sowas, was wir tun könnten. Den G-Rank Alatrion. Alatrion, meine Güte. Wenigstens merke ich jetzt, wenn ich es falsch sage. Das wäre auch nochmal so eine Sache, die könnte man machen, weil das Monster haben wir dann theoretisch noch nicht gesehen, aber es wird halt heftig. Von dem her, naja, schauen wir mal, wie wir das machen. Okay, 15 Minuten sind um. Er wurde 2-mal aggro. Ne, 3-mal eigentlich, aber das eine Mal war nach Sabern, nach dem Sabern. Na, wie gesagt, schauen wir mal. Wie lange das noch dauert und wie gut wir gerade dran sind.
Wo ist er hin? Ach, da. Da guckt man einmal nicht kurz auf den Bildschirm. Das war wieder viel zu... Okay, Glück gehabt. Aber da darf ich... Ich darf halt nicht so knapp angreifen, wenn es sich gerade eben schon umdreht. Das ist halt, wie gesagt, diese Positionierung ist hier super wichtig. Ah, nicht nachgeladen zum Glück. Jetzt nochmal. Aber er bleibt echt nicht lange aggro, muss ich sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass er bei den anderen Waffen immer sehr viel länger aggro geblieben ist. Ich meine nicht, dass es schlimm wäre. Ich freue mich gerade drüber, nur irgendwie ist es komisch. Weil so habe ich den Rathaus nicht mehr in Erinnerung. So doch recht angenehm, würde ich sagen. Vielleicht liegt es aber auch dran, dass ich mit dem Pierce irgendwie was mache. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, zack. Versuch nachher bitte den Alea Alatrion. Ich weiß nicht, wie gesagt, eigentlich würde ich dafür gerne nochmal eine stärkere Drachenwaffe haben. Weil ich glaube, meine ist noch nicht ganz aufgewertet. Wobei, brauche ich dafür nicht den Aleatron? Ich werde es gerade immer wieder falsch sagen. Weil ich den Namen schon lange nicht mehr gesagt habe. Schon eine Weile her. Wir können mal versuchen, so, keine Ahnung, zum Ende der Aufnahme irgendwann mal kurz. Vielleicht funktioniert es ja zu viert, wenn wir ein gutes Team dabei haben. Und nochmal Agro. Okay. Schaue ich überhaupt in den Chat ab und zu mal, wie ich beweisen konnte, indem ich die Nachricht gelesen habe. Ich habe aber vorhin schon gesagt, weil das Monster Hunter ein relativ schwieriges Spiel ist, um andauernd in den Chat zu gucken. Wie man sich auch denken könnte. Ja, schade. Und vor allem die Arena ist halt nochmal ein bisschen heftiger als ganz normale Quests. Vor allem, da man sich da dann auch auf andere Leute verlassen kann und die Monster mal ab und zu das Gebiet wechseln. Das war doof. Das war sehr doof. Glück gehabt. Ein Rennen hätte getroffen. Und hier ist man halt wirklich dauerhaft mit dem Monster eingesperrt. Ach, jetzt komm schon. Nein, nicht der Wind, nicht der Wind, nicht der Wind. Oh Gott, das ist viel zu knapp. Ja. Genau so war's. Sehr schön. Nochmal nachladen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man ihn da aus der Luft holen kann. Das hat gar nicht so lange gehalten, wie ich hoffte. Aber er ist schon wieder erschöpft. Sehr schön. Das heißt, hier nochmal ein bisschen freier Schaden. Und ich hoffe, das reicht dann auch schon. Nachladen. Und das ist fertig, ja. Natürlich Erholung wieder normal. Das ist in Ordnung. Wenn wir Glück haben, dann haben wir ihn jetzt gleich. Solange er nicht mehr aggro wird. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Weil dann werden es auf jeden Fall noch die 20 Minuten. Ich bin mir halt nicht sicher. Wir haben jetzt schon beinahe die ganzen nächsten Pier schon weg. Sehr schön. Dann mal ins Gesicht. Nochmal ein bisschen mal ins Gesicht. Und nochmal ins Gesicht. Ich habe seine Krone noch nicht weg. Ah, au. Also seinen Kopfschmuck. Nochmal ein Megatränkchen. Verbleibende Zeit 10 Minuten, oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Waffe das dran stand, aber bei irgendeiner total dämlichen Waffe hatte ich auch schon ein bisschen Zeitknappheit. Wobei das hier noch viel knapper werden könnte. Aber ganz ehrlich, schneller draufschießen kann ich ja irgendwie nicht. Also es muss ja irgendwie reichen. Vielleicht habe ich jetzt natürlich von Anfang an die falsche Munition genommen. Das kann natürlich sein, dass die Stufe 1 mit dem Schnellschuss einfach nicht genügend Schaden macht. Aber ja, wie gesagt, ich kann halt wirklich bloß drauf schießen und wenn das dann nicht reicht, dann reicht's irgendwie nicht. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Glück gehabt, oh Gott. Da wäre ich beinahe reingerannt. Was, Virus-Joker, okay. Munition wechseln. So, was gibt's im Chat? Bei Dreinstein auf giftiger Störenfried. Der Jägerrang spielt im Moment gar keine Rolle mehr, weil wir ja eh schon Ende High-Ranks, Ende G-Ranks sind. Von dem her ist es gar kein Problem, mit welchem Jägerrang du auch immer reinkommst. Wie gesagt, weil das Projekt ist an sich, kann man in großen Anführungszeichen sagen, eh schon vorbei.
Und es war mir eh eigentlich immer egal, was für Leute mitgemacht haben. Oh Gott. Na komm schon, friss mich nicht. Friss mich nicht. Habe ich eine Dungbaum mit dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt wäre es eh schon zu spät. Ich habe noch 5 Megatränke. Das wird auch davon langsam relativ knapp. Achso, er ist auch wieder Aggro. Ja, habe ich irgendwie... Ja, doch, wurde er gerade. Stimmt. Ja, die Aggro... In den Aggro-Phasen kann ich halt echt nicht viel tun, aber das... Sollte man sich... Ah, ich habe ja auch noch die beiden Fallen. Ich bin ja ein Idiot. Dann legen wir die mal, weil jetzt kommt es langsam drauf an. Natürlich fliegst du hoch. So. Jetzt komm ran, mein Guter. Dann komm halt jetzt ran, meine Güte. Man kann sich auch anstellen. Jetzt. Och, Rathalos, bitte. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Diesen Blödsinn. Natürlich. Rennst du gerade so vorbei. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, Monster in Fallen zu bringen? Das ist das Schlimmste überhaupt. So, kurz nachladen. Okay. Komm. Und nochmal. Na komm, renn auf mich zu. Nein, du sollst auf mich zurennen. Meine Güte, bist du... Ach. Jetzt bitte, Rathalos. Bist du wieder normal? Ja, wunderbar. Okay. Jetzt schön ins Gesicht. Und nochmal. Das war der Kopfschmuck. Was haben die Leute über Monster Hunter 4 Ultimate verraten? Nur, also keine alle relativ wichtigen Sachen. Das, ja, wie gesagt, dass man den Offline-Modus halt nicht komplett fertig machen kann im Lower Rank. Aber ansonsten, nee, halt, dass man den, ja doch, theoretisch ohne, dass man ohne Jägerränge den Lower, ich komme gerade durcheinander. Nochmal, dass man den Offline-Modus nicht fertig machen kann, bevor man eine gewisse Anzahl Jägerränge hat. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Und das ist eigentlich keine allzu schlimme Nachricht. Ich meine, mir wäre es eh irgendwann aufgefallen, wenn es dann heißt, gut, der Jägerrang ist nötig. Von dem her, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ach, jetzt komm schon, Rathalos, stirb doch bitte einfach. Zieh's doch nicht immer so lange raus wie immer. Da, nochmal in den Arsch geschossen. So. Zack. Ich werd sauer, ey. Ruhig Blut. Ruhig Blut. Okay. Ah. Oh, ruhig brauner, genau. Er ist aber gerade nicht aggro, das ist gut. Ich werde trotzdem vom Feuerball getroffen. Ja, das ist weniger gut. Verdammt. Jetzt hat es doch eine ganze Weile wieder gehalten. Verbleibende Zeit 5 Minuten. Toll! Jetzt habe ich ja auch noch ein Zeitlimit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also ich hatte schon immer ein Zeitlimit, aber jetzt wird's knapp, so muss man sagen. Na komm, jetzt stirb doch einfach. Oh Gott, das war auch knapp. Das war einfach bloß der Flügelansatz. Die Flügelspitze. Ein bisschen zu lange nachgeladen. Na komm schon. Er humpelt. Oh prima. Das muss ich jetzt aber nutzen. Nicht gut, dass er jetzt nochmal aggro ist. Oh je. Gar nicht gut. Was mache ich jetzt? Ich weiß, was ich mache. Meine letzte Chance. Und jetzt geh in diese blöde Falle, du blöder Rathalos. Es ist wichtig. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Och, Manno. Ah, da muss ich drunter. Die Falle ist gelegt, das ist gut. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel er jetzt noch aushält. Oh, perfekt.
Na komm, lad nach, lad einfach nach, lad einfach nach, meine Güte. Das hält ja nicht so lang, wenn er Agro ist. I love you, Rathalos. Sollt ihr den Rathalos anfeuern? Okay, dreh dich. Dreh dich im Kreis, dreh dich im Kreis. Ja. Na komm, oh Gott, ja. Naja. Oh Gott, die Zeit wird so knapp. Oh Gott, die Zeit wird so knapp. Die Zeit wird so knapp. Ah. Und nochmal. Ach, komm schon. Was zur Hölle, wie lange denn noch? Er ist drin. Das war irgendwie gerade perfekt. Na komm schon. Ich button-mash dir die ganze Zeit, aber er kann. In Ringen steht kein Spam, ja? Ich kann es leider gerade nicht wirklich überwachen, wer spammt. Ah, was? Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Verdammt. Oh, aber ich kann gerade nicht gegenheilen. Würde viel zu lange dauern. Wobei ich eh denke, dass ich jetzt eigentlich gleich sterben werde, aber gut. Ich habe mich wacker geschlagen. Ach, er hat doch schon gehumpelt. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht mehr wirklich, dass wir es packen, weil ich jetzt auch schon... Das wäre jetzt natürlich mega gewesen, wenn das der letzte Schuss gewesen wäre. Schade. Okay, das war verdammt knapp. Das kann jetzt alles gerade der letzte Schuss sein. Also, der letzte Schuss für ihn wäre natürlich super, aber der letzte Schuss von der Zeit her. Und das ist das Traurige. Kriege ich nicht noch ein bisschen Verlängerung, weil es so knapp ist? Ich meine, im Fußball geht es doch auch. Wieso hier nicht? Ach komm schon, der humpelt doch schon. Wie gesagt, das war verdammt knapp. Das war richtig gut ausgewichen. Ah, jetzt bin ich gleich auch noch tot. Und wenn ich tot bin, dann ist vorbei. Da warte kurz. Ja, ich weiß, dass du humpelst. Das hast du mir schon mal schön gezeigt. Nur ich kann dagegen immer noch nichts tun. Ja! Oh Gott, mit dem letzten Schuss in Da fällt mir spontan ein Zitat ein. I took an arrow in the knee. Ja, er hat eher mal... Oh, eine... Wie heißt die Munition? Ich hab's vergessen. Eine Pierce. Er hat eine Pierce ins Knie bekommen. Tut auch weh. Ich weiß nicht, was erzählt wurde. Alter, ist das spannend. Ah, oh, wie viele Minuten waren... Oh Gott, das war noch... Okay, es waren noch 59 Sekunden. Gar nicht so knapp, wie ich dachte. Trotzdem, zu knapp für mein Herz. Oh, schwere Geburt, absolut.